Hallo und herzlich willkommen zum Let's Show von Outlaws. Dem zweiten Teil von einem kleinen Tutorial. Ja, ein kleines Tutorial wird das wahrscheinlich nicht. Ich habe es schon beim ersten Teil gemerkt. Man kommt von Stöckchen über Steinchen. Ich habe euch die verschiedenen Bauhammer gezeigt und auch schon die Kelle. Und nun ist tatsächlich dran die Forke. Mit der Forke ist das auch das Bauen mit Foundations für ist wahrscheinlich besser. Ich hasse es, mit der Forke vor der Nase rumzulaufen. Ich hoffe, dass hier noch ein paar Bretter haben. Bitte, bitte. Oh ja, Bretter haben wir noch. Das Leben ist noch nicht zu Ende. Mit der Forke können wir auch Foundations bauen. Und zwar besondere Foundations. Ja, ich kann wieder nicht laufen. Okay. Wir gehen ein Stückchen weiter. Und wer eigentlich meine Videos mal regelmäßig guckt, der müsste die erkennen. Das sind jetzt hier diese Foundation. Die nächste wäre, was habe ich da nicht? Iron Bars wahrscheinlich. Dafür habe ich keine Iron Bars. Und hierfür auch nicht. Ich kann euch verraten, dass auf diesen Foundations Stroh liegt. Und zwar ist diese Foundation, wie ihr euch das schon denken könnt, für einen Stall. Mir fehlen jetzt tatsächlich die Iron Bars, um euch das zu zeigen. Aber ihr seht hier Wände, Türen und so weiter. Es gibt dann hier auch richtig große Stalltüren, die geschoben werden können. Was den Stall betrifft, so werde ich wahrscheinlich demnächst noch mal so ein kleines Video zeigen, wie zum Beispiel wie der Stall von dem Heiko entstanden ist. Solltet ihr vielleicht mal reingucken. Und auch hier wird es mit Dächern. Da habt ihr jede Menge Auswahl, wie ihr die Dächer gestalten könnt. Es ist, ja, ihr seht, allein für die Dachspitze 15 Bretter, 8 Iron Bars und was ihr bei diesen Eisenstein erntet, sind keine Bars, das sind Iron Ores, also Erze, die noch zu Barren verarbeitet werden müssen. Also das wird ein ziemlich teures Unterfangen. Aber auch hier möchte ich euch noch was zeigen, und zwar hier gibt es dann diese Schiebetüren, wo ich eben gerade sprach. Auch hier gibt es diese Aufgänge. Hier gibt es diese Railings. Ja, ich kann momentan nichts bauen, weil ich keine Iron Bars habe. Mir fällt gerade ein, wir haben ja bei der Schaufel, bei der Dings, was vergessen. Denn, ja, ich habe, doch Ziegel habe ich. So sehen die Pillar hier aus, die man setzen kann. Und das war der Chlorhammer. Das habe ich nämlich in der letzten Folge vergessen. Das werde ich natürlich noch nachreichen. Und so sieht der Pillar hier aus. Also immer eine noch andere Form wie zuvor. Die Forke hat auch Pillar, glaube ich. Genau. Die sind dann in Dunkel oder in Weiß sogar. Die finde ich in Weiß, finde ich ja die richtig stark. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Wie gesagt, ein Pferdestall werdet ihr noch sehen. Und wer meine Videos gesehen hat, der weiß eigentlich, wie schön die Pferdeställe werden können, wenn man sich mal so an Susis Pferdestall erinnert. Also schaut unbedingt noch mal in die Videos rein. Dann haben wir hier noch unsere. Ach nee,
Was in der Forke auch drin ist, ist. Ich kann leider nicht laufen, ich bin überlastet. Was man in der Forke auch findet, in der Mistgabel, ist dieses hübsche rote Teil hier. Man nennt es Silo. Da wird bei mir wahrscheinlich schon alles drin verdorben sein, weil ich schon, ja, da rein gehören eigentlich die Beeren und so weiter. Die kann man dann hier etwas haltbarer machen, sind nicht so haltbar wie im Smoker. Aber das Silo findet ihr hier. Und das gibt es auch nochmal in anderen Formen. Nochmal hier zu sehen, 30 Bretter, 10 Iron Bars. Also es ist alles sehr, sehr teuer. Dieses Spiel besteht aus Farmen, 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 Farmen. Und deswegen ist es auch unglaublich wichtig, die richtigen Werkzeuge zu haben. Wir haben dann noch die Hoe, die ich euch zeigen möchte, mit der man kleine Beete machen kann, große Beete, sich einen Hühnerstall hinbauen kann, ein Kuhstall, ein Schweinestall, ein Kuhstall und ein Schafstall und eine wunderschöne kleine Vogelscheuche. Man da braucht dazu Baumwollgarn. Baumwollgarn macht man oben im Spinnrad, habe ich das. Dann wird man hier schön Baumwolle ernten können. Hier sind zum Beispiel die großen Beete. Ich habe da jetzt gerade Hanf gepflanzt und Baumwolle gepflanzt. Allerdings gibt es da noch jede Menge mehr, was man pflanzen kann. Wenn ihr noch mal extra was wissen wollt, ein kleines Tutorial über Pflanzen und so weiter, dann einfach mal unter das Video schreiben, würde ich das dann auch machen. Wie gesagt, auch hier in der Hohe jede Menge. So ein Schafhaus ist schon ziemlich groß. Ich werde es jetzt nicht bauen. Einfach nur mal, um euch das zu zeigen. Oder hier den Kuhstall. Allerdings sollte man solche Sachen auf glatte Flächen stellen. Ansonsten schweben die Kühe in der Luft und das ist dann auch nicht so schön. Ein Schweinestall sieht dann so aus. Und ein Hühnerstall, zeige ich euch auch, sieht dann so aus. Kann man ja nochmal drehen. Ich werde die Sachen jetzt nicht bauen, die habe ich alle im Let's Play schon mal gebaut. Wer das sehen möchte, wer das wissen möchte, einfach mal im Let's Play nachschauen. Es ist jetzt einfach nur, dass ihr mal seht, womit man was machen kann. Dann haben wir hier noch die Säge. Die Säge hat, glaube ich, alles für, ja, ist genauso, ich sage jetzt mal, für ein Vor oder Palisade steht hier, ja, genau. Sehr viel Tore und so weiter, Türen, Palisadentüren, also alles, was dazu gehört. Diese auch halben Wände sind vorhanden, man braucht viel Seil und auch diesen schönen Zaun, für den man zum Beispiel hier keine Foundation braucht. Den kann man auch so setzen. Habe ich das Zeug noch? Ich glaube ja. Den kann man zum Beispiel auch so setzen, ohne Foundation. Man braucht für sämtliche Zäune immer Foundations oder Pillar zum Druntersetzen. Das ist der einzige Zaun, der auch ohne ist, weil der halt für eine Koppel ist, wo die Pferde reinkommen, wo die Bullen reingetrieben werden können. Oder freilaufende Schafe. Also das ist der einzige Zaun, der ohne Foundation steht. Zumindest meines Wissens nach. Und dann haben wir hier noch die Schraubzwinge. Die braucht man am seltensten. Aber die hat solche Sachen wie den großen Wasserturm, den Large Water Tower, also den ganz großen und so eine kleine Pumpe. Was den Wasserturm betrifft, kann ich ja einmal zeigen. Habe ich mich eben erschrocken? Ja, das Pferd verläuft sich da dauernd. Da hinten ist mein Wasserturm zum Beispiel, damit ihr mal einen Blick habt, wie groß das Teil wird. Es frisst auf jeden Fall Unmengen von Ressourcen. Das kann ich euch schon mal verraten. Und es hat aber richtig viel Wasser und es macht sich, es sieht einfach halt schnieke aus. Man kann draus trinken, man kann seine Sachen befüllen.
Ja, so groß ist quasi dieser Wasserturm, den habe ich hier hingestellt. Wenn man drauf zeigt, kurzer Klick, trinkt man selber, langer Klick, kann man ihn bewegen oder eben halt, wenn jetzt ein Wassereimer leer ist oder so, den hier befüllen. Diese Windmühle oder dieses Windrad hat keinerlei Bedeutung, es sieht einfach nur aus. Also man kann es nur bewegen oder zerstören. Und da kommen wir gleich zum nächsten Thema, nämlich zerstören. Wenn man Dinge zerstört, sollte man die nicht einfach nur zerstören, sondern man sollte sie mit einem Sledgehammer zerstören. Und zwar ist das dieses gute Stück hier. Ich mache den mal hier rauf. Das ist dieses gute Stück hier, wenn man was zerstört. Denn wenn man das mit diesem Sledgehammer zerstört, dann bekommt man einen Teil der Ressourcen wieder, die man verwendet hat. Bei dem Sound, glaube ich, ging das nicht. Ich mache jetzt hier einfach mal die kleine Foundation hier weg mit dem Pillar. Einmal draufhauen. Und ich kriege zwei Bretter zurück. Oder ich haue hier drauf. Nochmal. Und für die Foundation kriege ich auch vier Eisenbarren wieder. Also wenn ihr irgendwas zerstört, kriegt ihr das, wenn ihr diesen Sledgehammer benutzt, wieder. Also ein Teil davon. Aber seid vorsichtig, auf was ihr schaut. Wenn man zum Beispiel einen Pillar zerstört, der wo ein Dach drauf ist, kann es unter Umständen passieren, dass das Dach mit wegfliegt. Ist vielleicht nicht so prickelnd. Also wir haben oft aufgebaut und niedergerissen, also ich zumindest. Auch das zu sehen im Let's Play, in den Let's Play-Folgen von Outlaws, also nicht in den Let's Show-Folgen, sondern in den Let's Play-Folgen, davon habe ich einige gemacht. Da kann man das sehen. Ja, und dann haben wir noch das Lasso. Mit dem Lasso, früher konnte man das nur im Spinnrad machen, heute ist es so nach einem Update. Man macht das Lasso im eigenen Crafting-Inventar, damit man sich dann die Pferde fangen kann. Das sprengt jetzt für mich hier ein bisschen den Rahmen. Das möchte ich jetzt nicht zeigen. Das habt ihr bei mir des Öfteren schon gesehen. Und wenn ihr es möchtet, wenn ihr noch mal was möchtet, dann schreibt es einfach mal das und das. Andrina, möchten wir noch sehen? Das interessiert uns. Wie geht das? Schreibt es unter das Video, dann klar, trage ich die Sachen zusammen und mache noch mal ein ergänzendes Video dazu. Was ich euch jetzt noch zeigen möchte, und das liegt mir sehr, sehr am Herzen, ist dieser kleine Briefkasten. Denn in diesem Briefkasten einmal den Hammer außer Hand, bitte. Denn dieser Briefkasten beinhaltet mehr als nur E-Mails. Denn hier können wir uns Sachen kaufen. Angefangen von einem Guard, der hier auf uns aufpasst und die Banditen erschießt. Über einen Gold Exchange, der unser Gold zu Dollars macht. Der Auktionär ist jetzt für uns hier gerade nicht geltend. Das ist mehr so für Roleplay-Server. Die Train Station wird über kurz oder lang auch bei uns hier fahren. Vielleicht mal schauen. Also da wir hier alle auf der Karte sehr verstreut sind, wäre das vielleicht mal eine ganz schöne Herausforderung. Die Bank ist in dem Sinne nur sinnvoll, wenn man da sein Geld hinträgt. Wenn man den anderen Spielern auf dem Server nicht vertraut, dann hat man da ein Bankkonto, wo man das hinbringt. Der Barbershop ist, da kann man seinen Skin verändern, aber auch für viel, viel Geld. Die Sheriff Station, die habe ich hier tatsächlich noch nicht. Und auch kein Sheriff. Die hatten wir im Let's Play. Dadurch, dass ich da jetzt noch nichts zu zeigen kann, einfach mal im Let's Play reinschauen. Das Hotel ist auch wichtig für Roleplay-Server, wenn man jetzt in verschiedenen Städten ist, dass man sich dann da ein Zimmer mieten kann. Den Blacksmith, den kann ich euch gleich zeigen, werde ich auch. Den Pferdestall, den gab es auch im Let's Play. Dazu kann ich euch nachher noch was zeigen. Gunshop ist klar, Munition und Waffen zu kaufen. Trade and Stay, weiß ich jetzt gar nicht, war auch so eine Art Hotel oder so. Der General Store, da kann man verschiedenste Samen kaufen. Den zeige ich euch nachher auch noch mal.
Der Taxidermist ist für Felle und solche Sachen zuständig. Habe ich hier auch noch nicht. Den Tailor zeige ich euch gleich, den habe ich schon. Und im Saloon, ja, da kann man Whisky und Rum kaufen, kann man sich betrinken. Das kann man allerdings auch selber machen. In der Destille, da kann man sich die Sachen auch selber machen. Und dann haben wir hier noch die einzelnen Figuren zu den Shops. Das ist der General Store, den zeige ich euch gleich. Den Bank Fuzzi, ich sage mal, Fuzzi ist nicht nett, dass man das so sagt, aber den Banker, den vom Barbershop, den, oh, das ist der von der Pferde, das ist der mit der Felle, der Sheriff, das ist der Textilien, das ist der Goldmann, Gunshop, Blacksmith. Ich glaube, das ist der vom Hotel, ne? Oder ist das der vom Hotel? Und das ist der. Ich komme jetzt nicht drauf. Ei, da, das ist mein Versagen. Und dieses Teil habe ich tatsächlich noch nie gebaut. Werde ich wohl demnächst auch noch mal ausprobieren. Müsst ihr dann mal das Let's Show schauen. Wir laufen einmal ganz kurz. Nee, wir nehmen einmal ganz kurz das Pferd. Ich möchte euch da was zeigen. Und zwar habe ich die einzige, was man von den Leuten oder von den Sachen, die ich euch eben gezeigt habe, den einzigen Store, den man wirklich braucht oder das einzige Gebäude, was man wirklich braucht, ist hier der Blacksmith. Weil bei diesem Blacksmith kann man nicht nur Eisen kaufen. Da kostet jetzt zum Beispiel ein Eisen 1 Dollar. Wenn man zu viel Eisen hat, kann man das hier verkaufen. Allerdings, wer hat schon zu viel Eisen? Hat man normalerweise nicht. Dann hat man hier aber in dem Blacksmith diesen schönen Schmiedeofen. Und dort kann man dann zum Beispiel, ich habe vorhin gerade wieder Banditen erschossen, hier habe ich zum Beispiel eine Pistole von einem Banditen, den tue ich dann hier rein und kann die quasi einschmelzen lassen. Habe ich auch noch ein Gewehr? Gewehr habe ich gerade tatsächlich keins mehr. Schade. Hätte ich euch gerne mal gezeigt. Dieses zum Beispiel, die Even, die würde dann sogar auch andere Ressourcen. Hier hat man jetzt für die Pistole 5 Eisenerz und 4 Bretter bekommen. Für die Even bekommt man sogar Iron Bars und man bekommt auch Holz zurück. Was ich jetzt heute, das muss ich tatsächlich mal ausprobieren. Das hat mir nämlich der Hans gesagt. Ich will das mal probieren. Wenn man jetzt hier eine Kanonenkugel einschmilzt, soll man Gunpowder wieder bekommen. Tatsächlich. Also sprich, wenn ich jetzt hier zum Beispiel diese 17 hier einschmelze, müsste ich ja quasi Gunpowder wieder bekommen. Das ist ja der Hammer. Denn ich habe bis jetzt die Munition eigentlich immer verkauft. Ich wusste es nicht. Ich habe das tatsächlich heute kurz vor der Aufnahme, habe ich das gehört, dass man die Munition, die man jetzt immer von den Banditen bekommt, dass man die auch einschmelzen kann. Ich mache das jetzt nicht weiter. Ich werde das mal separat machen. So kann man also auch Gunpowder bekommen und Iron Ore. Das ist gut, habe ich den Ofen jetzt ausgemacht. Entschuldigung. Ja, der Ofen ist aus. Das also zum Schmied. Man kann sich den Schmied also nicht alleine, wäre schwachsinnig, sich den alleine zu holen. Denn diese Munition und Pistolen einschmelzen geht nur in diesem Ofen. Es geht in keinem anderen Ofen, nur in diesem. Oh, ich habe hier gerade ein bisschen geruckelt. Also das geht nur in diesem Ofen beim Blacksmith, ansonsten nicht. Das geht in unseren Öfen jetzt gerade nicht. Ein, zwei Sachen kann ich euch noch zeigen. Ich stelle mein Pferd übrigens immer hier hin. Da ist Futter und sowas drin. Und auch mein Pferd hat zum Beispiel, wenn man das mal hier. Man kann dem Pferd auch einen Namen geben, Wasser, Folgen, Bleiben, Stehen, Führen, Inventar. Mein Pferd hat zum Beispiel auch Honig im Inventar, damit es nicht verhungert.
und hat natürlich Sattel und goldene Hufeisen. Also mache ich mir da jetzt, ach, da ist das Pferd wieder verbuggt, mache ich mir darum keine Sorgen. Was ich euch jetzt nochmal zeigen möchte, wie das funktioniert, wenn man jetzt sich zum Beispiel, ich habe diese Hütte hier hingestellt und habe hier den Textilienmenschen hingestellt. Wenn man da drauf geht, dann kann man hier Sachen kaufen. Hemden, Hosen, Hüte. Man kann hier diese ganzen Sachen kaufen. Wenn man auf die Sachen drauf zeigt, sieht man immer Temperatur, Haltbarkeit und so weiter, was das für deine Gesundheit für Punkte dazu gibt und auch wie teuer das ist. Und wenn man dann sieht, dass so ein Hemd $800 kostet und dann macht man sich so ein schönes Hemd lieber selber. Und wenn man hier was verkaufen möchte, dann nimmt man zum Beispiel diese schöne Augenklappe. Entschuldigung. Die ich vorhin von den Banditen bekommen habe, zieht sie einfach nur hier rüber und hat sie dann quasi verkauft. Ich glaube, die Augenklappe gibt $2, aber $2 haben oder nicht, finde ich jetzt nicht so verkehrt. Also man kann zum Beispiel Hemden herstellen bei den Werkbänken und kann die hier beim Textilienhändler verkaufen. Auch so kommt man zu Geld. Man muss nicht zwangsläufig Banditen überfallen. Dann kann ich euch zeigen, was ich auch habe. Das ist der nächste. Das ist in diesem Häuschen der Gunshop. Hier kann man Waffen und Munition kaufen und hier bekommst du halt auch die goldenen Waffen. Aber wenn man dann auf die Preise schaut, dann überlegt man sich, kauft man das oder kauft man das nicht? Wenn ich jetzt zum Beispiel die Dragon Gold sehe, hat eine Haltbarkeit von 200. In Ivory 125 Haltbarkeit. Also da muss man dann ein bisschen durchgucken. Wie gesagt, ich bevorzuge die goldene Double Barrel. Bei uns gibt es viele, die auch, was weiß ich, eine Bootleg oder eine Bandline oder was auch immer nutzen. Welche Waffen die auch immer wollen. Es gibt auf jeden Fall die Waffen, man sieht es dann aber an der Haltbarkeit und auch wie teuer die dann sind, was man sich da so suchen kann. Man kann zum Beispiel jetzt auch hier eine Munition verkaufen, man würde dann 25 Cent dafür bekommen, einfach rüberziehen und man hat dann die 25 Cent hier gut geschrieben. Also das funktioniert tatsächlich in jedem Store, außer beim Saloon, also beim Barkeeper, da funktioniert das nicht. Dann kann ich euch hier jetzt nochmal den Gold Exchange zeigen. Also da braucht man auch nicht das ganze Gebäude, sondern baut sich einfach selber ein schönes Häusle und stellt sich diese Figur hier rein. Und dann nimmt man hier zum Beispiel einen Goldbarren, da kann ich das gleich mal zeigen, einen Goldbarren, den tue ich hier rein und würde $10 dafür bekommen. Sprich, ich kann hier jetzt auch alle reintun, würde ich $230 bekommen für diesen Goldbarren. Das kann man auch mit Silberbarren tun und das war's. Also man kann dort kein Eisen verkaufen, nur Gold und Silber und nur dafür ist der Gutste da. Und dann habe ich vorhin tatsächlich noch, das wäre ja sowieso der nächste für mich gewesen, dann habe ich mir vorhin noch, der hat noch kein Häuschen, das kriegt er aber über kurz oder lang. Das ist hier der General Store und den wollte ich haben, weil ich hier Samen kaufen kann. Was bedauerlich ist, bei diesem hier kann man, doch man kann. Angeblich kriegt man hierfür 50 Cent. Wenn ich jetzt hier. Nee, macht er nicht. Also das funktioniert nicht. Er will das nicht. Er will das tatsächlich nicht kaufen, nur verkaufen. Das ist aber auch ärgerlich, ne? Ganz ehrlich. Wie sieht das denn aus? Habe ich noch Hanfsamen hier? Nee, habe ich nicht. Können wir dir Kaka verkaufen? Nee, können wir auch nicht. Okay, also hier geht es mir eher um die Samen. Wenn ihr da was wünscht, ein Tutorial,
würde ich es ganz gerne nochmal machen. Ich habe es im Let's Play schon mal gemacht, wo ich meinen riesengroßen Garten angelegt habe. Schaut einfach mal rein. Hier gibt es die verschiedensten Samen, Rüben, Schwarztee, Potato, Pfirsiche. Also es ist auch nicht alles in Deutsch übersetzt. Und Kaffeebohnen kann man hier kaufen. Aber eine Kaffeebohne für 5 Euro, nein, das kommt für mich noch nicht in Frage. Obwohl, ich weiß ja nicht, wie viel man da rauskriegt, wenn man das anbaut. Oh, da gibt es noch viel zu testen für mich. Also hier haben wir noch den General Store. Was bei mir jetzt nochmal kommt demnächst, den könnte ich euch auch gleich zeigen, aber da werde ich einmal ganz kurz die Aufnahmen unterbrechen, denn der befindet sich nicht hier, oder ich zeige es euch einfach mal hier am Briefkasten. Was für mich jetzt noch kommt, ist hier der Horse Breeder. Das ist der Pferdeflüsterer. Dann kann man sich nämlich hier die Pferde fangen. Mustangs und Quarter. Das ist, glaube ich, da hinten. Schätze, ich gehe jetzt mal davon aus, dass es ein Quarter ist. Ich wette, ich irre mich wieder. Und das ist ein Mustang. Es ist ein Mustang. Den könnte ich jetzt fangen und könnte den dann beim Pferdehändler verkaufen. Zu dem Pferdehändler gehört auch ein riesengroßer Pferdestall zu sehen bei mir im Let's Play. Einfach mal reinschauen. Das wäre dann hier der Stable. Der gehört eben halt zu diesem jungen Mann hier. Was bei mir noch kommt, ist der Taxidermist. Dort kann man die ganzen Felle verkaufen von den Bären und so weiter. Aus den Fellen könnte man allerdings auch wiederum Fellmützen machen und die Mützen beim Täler verkaufen. Also die Möglichkeiten sind hier sehr, sehr vielseitig. Und auch der Sheriff würde dann hier für Recht und Ordnung sorgen. Also es ist eine ganze Menge, was man hier machen kann und möchte. Also ich bin jetzt nach dem Let's Play hier im Let's Show auf diese Figuren zurückgekommen. Wie gesagt, der Blacksmith nützt alleine nur, wenn man Eisenbarren kaufen will. Wenn man die ganzen Waffen, die man von den Banditen bekommt, einschmelzen will mit der Munition, dann sollte man sich das ganze Gebäude holen, so wie ich es gerade gezeigt habe, weil ohne den Schmelzofen vom Blacksmith kriegt man das nicht eingeschmolzen. Sprich, hier in unserem Schmelzofen würde das nicht gehen. Das würde nicht funktionieren. Dazu braucht man den Schmelzofen vom Blacksmith. So, irgendwas wollte ich hier oben noch gezeigt haben. Wie gesagt, hier könnt ihr Leinen machen für Hemden. Dafür braucht ihr Hanf. Hanf wird auf den Beeten eingepflanzt, beziehungsweise findet ihr auch in der Welt, genauso wie Baumwolle. Dann wird dann hier Baumwollgarn gemacht und wenn man denn unten beim Tanning Rack, wenn man dann ein bisschen Sachen haben möchte. Hier ist zum Beispiel die Fellmütze. Die braucht zum Beispiel 8 Fell. Da müsst ihr ein, zwei Bärchen für töten. Bären, was weiß ich. Bison. Nee, Bison gibt kein Fell. Also alles, was Fell hat, einfach töten und dann habt ihr eure Sachen zusammen. Gut, das soll es jetzt fürs Erste gewesen sein. Wenn ihr zu bestimmten Sachen noch Informationen haben wollt, dann schreibt mal einfach unter das Video. Ich sammle die Sachen zusammen und schaue, ob es sich dann lohnt, noch ein weiteres Video zu machen. Ansonsten antworte ich in Form von Kommentaren. Einfach mal nur ein kleiner Guide durch Outlaws. Nicht alles ist einfach, das Bauen schon gar nicht. Eine Sache möchte ich euch noch zeigen. Habe ich zwar jetzt im letzten Show gezeigt. Ah, das ist wieder der Händler mit der Mine, genau. Denn die kann ich euch jetzt gerade mal zeigen. So eine Mine, das ist die Mine für 3000 Dollar. Dort findet ihr dann Gold, Eisen, Silber drinne,
Kohle findet ihr jede Menge drin, Steine, die man nicht unbedingt zwangsläufig braucht. Und auch ab und zu mal ein bisschen Schwefel oder Salz. Eher sonst weniger. Aber wenn man jetzt hier einfach mal guckt, hier, wie viel Kohlevorhaben hier ist, wenn ich jetzt ein wenig weiter reite, dass es Eisen vorkommen. Mal gucken auf die Schnelle, ob ich euch auch noch mal Schwefel zeigen kann. Auf die ganz schnelle. Salz habe ich euch schon gezeigt. Das ist Salz. Und überall auf der Welt findet ihr, wie gesagt, hier diese Beeren. Solltet ihr auch hin und wieder pflücken, denn ihr kriegt nicht nur Samen dazu, sondern auch Pflanzenfasern, was ihr für dieses, jenes, welches noch gebrauchen könnt, um zum Beispiel Rope zu machen, Seile zu machen. Also immer mal mitnehmen ist gar nicht so verkehrt. Aber ich finde jetzt, also Schwefel findet man tatsächlich in dieser Welt. Ja, man findet es, das ist jetzt nicht so schlimm, aber wenn man es dann sucht, dann findet man das nicht. Und das ist gerade sehr ärgerlich. Ich hätte es euch gerne gezeigt, noch auf die Schnelle. Hier ist wieder Eisen, also das kann man schon schön, hat man schon schön die Möglichkeit. Vielleicht ist hier auch gerade jemand durchgeritten, der sämtliche Schwefelbupfel mitgenommen hat. Ich nehme mal einmal ganz kurz die Double Barrel in die Hand. Hier ist zum Beispiel ein Schwefelbupfel. Was wichtig halt ist für die Munition. So sieht Schwefel aus. Sollte man mitnehmen. Aber ich weiß, dass hier immer ein Bär rumhängt, um euch das auch mal noch mal ganz kurz zu zeigen. Ja, wenn man das braucht, wenn man nicht angegriffen werden möchte, dann wird man angegriffen. Wenn man es nicht braucht, wenn man es braucht, da ist ein Bär. Genau. Das ist ein Schwarzbär. Der riecht mich jetzt, dann stellt er sich auf und greift tatsächlich an. Genau. Na komm, mein Großer. Na komm. So sieht das aus. Ein Schuss mit der Double Barrel hat das erledigt. Normalerweise müsste man jetzt ein Messer nehmen. Ich habe, glaube ich, gar kein Messer mit. Wenn man ein Messer nutzt, kriegt man mehr Ressourcen raus. Ich mache jetzt einfach mal E, um zu plündern. Dann sehen wir, wir haben 10 rohes Fleisch, 5 Leder und 4, also Rohleder und 4 Felle bekommen. Und damit lässt sich dann eben halt, lassen sich die Sachen dann halt im Tanning Rack, im Smoker und wie auch immer in der Sattelwerkstatt und so weiter alles weiter verwenden. Und das war jetzt ja, sind die Wölfe bei uns. Wir sagen immer, Ja, ich muss erstmal in den Dunstkreis meines Hauses kommen und dann kann ich hier auch weitermachen. Wie gesagt, hier könnt ihr nochmal sehen, die verschiedensten Bauarten, wie man bauen kann. Und das sind nur kleine Auswahlmöglichkeiten. Also da sind schon richtig, richtig viele dabei. So, ihr Lieben, die Knarre aus der Hand. Wir sind hier sicher, hoffe ich. Wie gesagt, das war jetzt nur ein kleines Tutorial, was man machen kann, wie man was macht. Wenn ihr noch genaueres wissen wollt, wenn ihr sagt, Mensch, Andrina, kannst du uns mal zeigen, wie geht das, 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 werde ich mich dazu definitiv äußern, ob schriftlich oder mit einem Video. Und in diesem Sinne möchte ich mich bei euch verabschieden. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Und wer noch nicht auf den Abo-Button geklickt hat, gerne. Ich würde mich darüber freuen. Der Kanal muss wachsen, denn ich habe Angst, über kurz oder lang unterzugehen in dem Dschungel von YouTube. Und das möchte ich nicht. Von daher brauche ich eure Mithilfe. Klickt einfach mal auf den Abo-Button. Würde mich sehr freuen. Macht's gut. Habt eine schöne Zeit. Ciao und bye bye.